Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. So, wir haben jetzt hier den Red Edison gefunden. Dann quatschen wir den nochmal an. Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Nee. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Aha. Ja, das wird, glaube ich, nie was mit einem roten und grünen Glas, die Brille. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Tja, aber da müssen ja noch irgendwie in der nächsten Generation wieder Erfinder rauskommen, wenn am Ende Fred, der auch wieder Wissenschaftler ist oder Doktor oder was auch immer. Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Okay. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Niemals. So kann ich ihm den Plan geben. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Ja. Öl haben wir schon. Könnte ich dem das auch schon geben? Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Ja, cool, dass er das einfach macht, ne? Denkt, das ist sein Plan und dann geht's los. So. Öl, Essig, jetzt habe ich natürlich ihm das gegeben und weiß schon gar nicht mehr, was ich alles noch brauchte. So, aber dann kann ich ja jetzt den Hammer austauschen mit dem Linkshänderhammer. Und mal schauen, was dann passiert. Ah. Was wohl mit Hamilton und Madison passiert ist? Ja, ich bin mir sicher, wir haben uns für Donnerstag verabredet. Ich denke mal, Madison ist bei der Frau, die die Kuchen backt, und Hamilton schlägt sich wahrscheinlich mal wieder irgendwo. Ich wette, die beiden tauchen später auf und beanspruchen alle Ideen für sich. So. Also dann gehen wir nochmal nach hier oben und dann weiß ich jetzt nicht mehr, in welchem Raum das war. War das hier? Nee, ich glaube, hier war nur Schlafzimmer. Ach ja, hier war die Fahne. Hier war das Zimmer. Dann vielleicht doch auf der anderen Seite. Genau, gegenüber vom Pferd. Aha. So, lalalala. Upsie. So, und dann kriegst du jetzt den Linkshänderhammer. Das fällt dir doch bestimmt nicht auf, oder? Huch. Oh, ich glaub, oh nein. Ich glaube, Künstler liegt dir nicht. Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Tada. Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Hat er denn immer in der Jacke dabei? So, das ich ist bin froh, dass wir getauscht haben. Natürlich jetzt ich doof. Glaube, das könnte etwas werden. Weil er jetzt den Linkshänderhammer hat.
Ja, das hat sich jetzt nicht sehr viel verändert. Ob da jetzt eine Statue von ihm, also von Ned oder von Jet ist, ist ja eigentlich egal. Aber der legt den Hammer jetzt gar nicht aus der Hand, oder wie? Dass ich den nochmal austauschen kann. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Zu spät. Tja, wie mache ich das denn nun? Ich dachte, ich könnte den jetzt auch noch schnell den Hammer austauschen und dann werden die beiden Wissenschaftler und hui, alles ist gut, aber scheinbar habe ich mich da getäuscht. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn der gleiche Trick zweimal funktionieren würde. So, ich frage mich, ob ich die Zähne von dem Pferd putzen kann. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, reden wir nochmal mit dem? Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Klar. Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Okay, also... Wenn das lächelt... Kann ich noch irgendwas tun hier? Weinflasche? Vielleicht, Wein in das Glas reinschütten? Ich will nicht. Okay. Na gut, ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal alles hier soweit getan, was wir tun können. Weiß ich nicht genau, aber... warte mal. Ich will nur gucken, ob man die Zähne, ob man irgendwas damit machen kann. So, dann gehen wir doch mal... Lasst mich hier raus! Oh. Ich habe nichts getan! Ha, irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. So, also das ist also unsere Zukunft. Na, die sieht ja nicht gerade rosig aus. Hier so ein Tentakelwächter. Was habe ich? Ein Skalpell. So, die spielen hier Karten. Das ist eine Frau, ein Typ und ein alter Mann. Toll. Ich glaube, hier können wir noch gar nicht so viel tun. Solange wir hier gefangen sind. Dann reden wir doch mal mit den Leuten. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Okay, also kann ich mit ihm auch nicht reden. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Na gut, was geht denn bei dir ab? Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Ja, in der Tat. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven, die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. So versklavt von den Tentakeln. Ah, das klingt ja nicht so toll. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. So. Tja, wie kommen wir hier raus? Können wir mit dem Tentakel reden? Oh yeah.
Naja, ich glaube, die ist eh schon bescheuert, dass das nicht so viel Unterschied macht. Juhu, Mr. Tentacle Guy! Was? Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Aha, jetzt sind wir wieder vor diesem Haus, was sehr früheres Motel, ja, sehr modern jetzt aussieht. Hier sind komische Pilze. Dann guck ich mal, wo ist denn jetzt meine Zeitkapsel hin? Ist die weg? Ach, hier vorne. Gut. Aber, ja, ich kann ja jetzt hier nichts mitmachen. Der Stecker liegt daneben. Kann ich den denn irgendwo einstecken? Und einfach hier abhauen? Wahrscheinlich nicht. Bestimmt muss ich die Verfassung ändern, damit ich in der Zukunft auch mehr Rechte habe oder so. Leer. Hm, was könnt ihr denn helfen, was ich in die Toilette tun könnte? Um, sie hier rauszubekommen. Weiß ich nicht, ob Hoagie da irgendwas dabei hat. Ich gucke mal kurz. So ein Dosenöffner. Weiß ich nicht, ob der so viel bringt. Oder hier so ein Brief. Rote Farbe, Wein. Tja. Vielleicht muss ich dann doch erstmal nochmal zurück zu Bernhard und versuchen, ob ich hier irgendwas... So, sobald Hoagie die Batterie fertig hat, können wir starten. Ich glaube nicht. Wir brauchen immer noch einen Diamanten für den Generator. Und deine Freundin in der Zukunft braucht auch Hilfe, wenn sie denn noch lebt. Noch lebt? Naja, noch lebt sie. Aber nicht schön. Gut, hast du irgendwas hier... Staubsauger. Ah! Okay, Moment. Okay, ich hab's weggespült. So, und jetzt, ach so, der steht hier oben blöd rum. Genau, jeder Haushalt sollte einen Staubsauger besitzen im Keller. Das ist doch mal ein guter Vorschlag für die Vorschlagbox, oder? Das werde ich direkt mal ausprobieren. Und dann gucke ich, ob der Bernhard noch irgendwas, zur Hand hat. Was ich dann auch noch ins Klo spülen kann, damit ich hier nicht so tausendmal hin und her laufen muss. Na komm schon, das dauert viel zu lange. So, Zettel im Klo, ja. So. Und jetzt guck ich mal, hast du noch was? Aushilfe gesucht, Schild. Weiß ich nicht, ob mir das irgendwie hilft. Schweizer Sparbuch und Groschen. Nee, fürs Erste. Gut, dann gehe ich halt wieder zurück. Dann werfen wir den Zettel doch mal in den Vorschlagkasten. In die Vorschlagbox. Und schauen, ob sich dann was ändert. Und wir dann irgendwie einen Staubsauger im Keller haben. Oder ob das einfach gar nichts bringt. Wer weiß. Ach, ich muss hier lang gehen. So. Benutze Zettel mit Vorschlagbox. Zack. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Denke ich auch. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George. Wenn du meinst. Klar. Wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Na dann los. Schau mal rein. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht,
George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. Yay. So sei es Gesetz. Ein neuer Punkt auf der Verfassung. Das ist ein Staubsauger. You suck. Sehr gut. So, jetzt haben wir einen Staubsauger. Das war jetzt bei Bernhard oder wo? Nee, oder war das in der Zukunft? Aber da weiß ich gar nicht, wie ich da hinkomme. Ja, aber das ist schon mal gut, dass das funktioniert hat. Dann gucke ich doch jetzt mal, was ich hier noch so finde. Was mir irgendwie helfen kann. Dr. Fred hat einen Becher. Ah, vielleicht können wir dem irgendwas in den Becher tun. Oder den wegnehmen. Lass die Finger davon. Na gut. So, das haben wir ja schon ausgestellt. Schwarzes Brett ist jetzt leer. Da könnten wir jetzt irgendwas Neues dranhängen, wenn wir was hätten. Hier ist ein Hamstergenerator. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Das heißt, ich brauche einen Hamster. Wessen Hamster könnten wir dafür doch bloß benutzen? Hm? Okay. Gehen wir doch mal nach oben. Aber eigentlich hatte ich mich doch hier schon überall umgeschaut, oder? Ach nee, ich war noch nicht hier jetzt oben und genau, mal schauen, wie sich die Räume jetzt hier verändert haben. So, hier haben wir eine Eistruhe. Sie ist ziemlich kalt. Kann ich denn irgendwie... Sie ist ziemlich kalt. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Ich dachte, ich könnte irgendwie Eis aus der Eistruhe nehmen, aber womit? Da bräuchte ich irgendwie einen Gegenstand für, glaube ich. Gut, dann gehen wir erstmal hier durch diese Tür. Oha. Schlafender Kongressteilnehmer. Das ist wahrscheinlich hier das Schlafzimmer von Edna, so wie das aussieht, mit diesem herzförmigen Bett. Hier ist ein Fernseher. Dieser schöne 4000-karätige Diamant kann schon heute Ihnen gehören für den Wahnsinnspreis von 2 Millionen Dollar. Die Telefonnummer lautet 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. 1800 Star Wars. Okay, ja, ich sehe. Wir brauchen also sehr viel Geld. Wir haben hier ein Sparbuch mit überhaupt keinem Geld. Und ich sehe schon. Wir müssen das irgendwie in die Vergangenheit und dann da ganz viel Geld machen und dann... Oder irgendwie so, keine Ahnung. maßangefertigter Zahlschlitz. Was? Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Ah, dann wird dieser Typ hier massiert und hier ist wieder ein Telefon. Aber wir müssen ja niemanden anrufen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Hups. Sie lautet 846-427-35327. Es tut mir leid, hier steht, dass das Konto leer ist. Tja, das müssen wir ändern. Dann kriegen wir einen Magneten für 2 Millionen Dollar. So, können wir mit diesem Typen reden, oder? Lange Nacht gehabt? Das ist wieder ein sehr einseitiges Gespräch. Ich versuche, die Welt vor einem Tentakel zu retten. Netter Raum, den Sie hier haben. Das erinnert mich an den Großkartenladen, in dem ich gearbeitet habe. Ja, okay. Tja, danke, Sie waren sehr hilfsbereit. Ich weiß nicht, ob ich diesen Pulli brauche, der da unter ihm liegt. Aber wahrscheinlich. Meine Oma schenkte mir mal so einen zum Geburtstag. Ich kann ihn aber nicht nehmen.
Ich kann ihn nicht nehmen. Der Mann liegt da drauf. Habe ich doch gesagt. Gut, dann werfen wir mal diesen Groschen in den maßangefertigten Zahnschlitz ein und dann wird der hier mal schön durchmassiert. Wow. Toll, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Oder komme ich jetzt an den Pulli? Jetzt komme ich fast dran, aber der Dicke liegt noch drauf. Fast. Ja, noch einen Groschen habe ich leider nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie blöd, dass ich das gemacht habe. Aber naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ist hier eigentlich eine Kamera? Oh, tatsächlich. Hallo da oben. Schön, wie er immer in die Kamera grinst. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.